Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Hulk the Video Game. Wir sind im Level Speerspitze. Von den Gamma-abbauenden Beruhigungsmitteln geheilt, müssen wir aus der Wüstenbasis entkommen. Wir gehen also weiter nach oben, bis die Oberfläche erreicht ist. Das Militär wird jede verfügbare Waffe einsetzen, um unsere Flucht zu verhindern. Aber sie wollen das Testexemplar wieder einfangen und das werden wir nicht zulassen. Oh, kriegen wir sogar eine verpasst hier. Aber ob das so eine gute Idee war, Jungs. Hi. Achtung, Achtung, alle Einheiten. So, machen wir den erstmal platt hier. Wir setzen Sprengstoff ein, um die Ausgänge zu versiegeln und die Bedrohung aufzuhalten. Abstand halten zu allen Räumzonen und Sprengkörpern. Tja, so viel dazu. Liebe Freunde. Dieses Tor hält uns nicht auf. So kommen wir da nicht weiter. Da müssen wir nochmal zurück. Und dieses Ding hier aufnehmen. Oh, really? Mit dem kommen wir da gar nicht durch. Weil ich mich selbst erwischt? Großartig. Komme ich denn jetzt an denen vorbei mit den blöden Schildern? Achtung, Achtung, alle Einheiten. Gefahr im Verzug. Umfassende Eindämmung. Oh, das ist etwas Gutes. Ja, ja, Sprengstoff. Ich habe auch Sprengstoff dabei. Sprengende Muskelkraft. Wie viel die aushalten manchmal, ne? Oh, oh, oh. So. Wieder einen erwischt. Lebenspunkte mitnehmen. Ja, hi! Ich kann da sogar reinlaufen. No way. Oh, jetzt ist er wütend. Angry Hulk. So, erledigt. Du mit deinem blöden Schild. Schlechte Idee, das abzulegen. So, das nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon hier sind, vielleicht durch die nächste Wand. Waren wir hier schon? Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. So, muss ich mal gucken. Kann ich hier irgendwie noch ein Rohr mitnehmen? Vielleicht von hier hinten. Schauen wir mal. Also, da hinten kann ich auf jeden Fall weitergehen. Ich glaube, jetzt kann ich hier auch nicht weiter, ne? Genau. Dann hätte ich da auf jeden Fall durchgemusst. Es sind schon gleich neue Gegner gekommen hier. Den wollte ich mich jetzt eigentlich nicht anlegen. Hallo? Hält der aus, bitte. Aber manchmal geht's nicht anders. So. Dickes Rohr dabei. Geh mir aus dem Weg. Hulk ist unterwegs. So, wunderbar. Was? Der hat's überlebt? Klar, wenn er ein Schild hat, dann ist das kein Problem für ihn. So, hier haben wir wieder so ein allseits beliebten Grafikfehler. Den habe ich nicht beheben können. Also ich bin jetzt sozusagen in der nächsten Aufnahmerunde. Und diese Grafikfehler kann ich hier leider nicht beheben. Das liegt einfach daran, dass ich das jetzt hier aufnehme mit dem Programm. Dadurch habt ihr auf jeden Fall eine bessere Tonqualität meiner Stimme. Müssen aber damit leben, dass es halt irgendwie zwischendurch Levelabschnitte gibt, die nicht so richtig geladen werden können. Ich werde, wenn ich da zu oft an so einer Stelle sterben sollte, das gleiche machen wie jetzt in der letzten Folge einfach, dass ich dann die Aufnahme ausmache und einfach mal dann, was ist denn jetzt? Ach so. Achtung, Achtung, alle Einheiten, hier ist C1. Ja. Hallo. Wir stellen alle Abschnitte der Sprengungen ab. Alle festgelegte Bereiche. Was ich sagen wollte, dann werde ich einfach mal versuchen, dieses Problem zu umgehen. Guten Flug. Also es schadet ihn nicht, wenn er runterfällt. Mich wird es wahrscheinlich töten. Kommt er immer gleich wieder. Angriffsverhalten festgestellt. So, schönes Angriffsverhalten, ha? Gamma-Eindringling.
Temperatur bestimmen. Unterstützung. Zugriff auf alternative Energiequelle. Vollen Tritt in die Eier. Okay, Roboter haben keine Geschlechtsorgane, aber... Unterstützung benötigt. Also die Richtung war auf jeden Fall die des... ja, ihr wisst schon. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter erörtern. Was passiert jetzt hier? Wir kommen nach oben und werden jetzt hier oben schon wieder gegen solche Jungs kämpfen. Leiter Angriff. Gamma-Form entdeckt. Das war schön. Phase 3. Reparatur beginnt. Ich habe überhaupt nichts, womit ich jetzt hier den Gegner bewerfen kann im Moment. Feind. Ja, Level Foxtrot Tango Alpha. Schaden erlitten. So. Hat auch genug Schaden erlitten hier. Zack. Das Ding nehme ich mit. So, und du, Kollege. Voll gegen das Schild geworfen. So, jetzt bin ich Angry Hulk, aber das bringt mir jetzt an der Stelle, glaube ich, nichts gegen die Schildjungs. Normalen haue ich natürlich aus den Socken. Kann ich hier irgendwas von der Wand abreißen vielleicht? Die Kamera ist hier natürlich wieder nicht besonders hilfreich. Das Problem hatten wir ja schon in den letzten Folgen besprochen. Dass die Kamera sich nicht so wahnsinnig gut mitdreht und wir dadurch halt nicht immer alles sehen können. Ich glaube, das ist wieder so eine Stelle, wenn ich jetzt nicht gleich weiterlaufe. Genau, da kommen jetzt immer wieder welche. Bis zur Unendlichkeit. So, Schildfritze. So, du auch gleich. Alle Einheiten, alle Durchsetzung und Freundlichkeit. Sprengungen beginnen. So, lass mich durch. Hulk ist unterwegs. Naja, jetzt kommen da keine mehr durch. Klar, wenn jetzt die Tür zu ist, dann kämpfe ich halt gegen die, die noch da sind. Kein Problem für mich. Eher ein Problem für euch, Freunde. So. Schön alles mitnehmen. Blöde Tür. So, her damit. So, den habe ich. Den habe ich auch. Den habe ich auch. So, jetzt hole ich mir ein neues hier. Na, komm her. Keine Chance, Freunde. Oh, hier ist diesmal kein Grafikfehler. Ist natürlich schön. Ist er für einer. Schon wieder so ein Roboter-Typ. Der steuert den jetzt. Oh, nach oben gestrahlt. Oh nein. Wie viele kommen denn da noch? Holy moly, machen die einen Schaden. Das Problem hatten wir ja schon in den letzten Folgen, dass das Spiel teilweise extrem schwer ist. Oh nein. Also wir können es schaffen, wenn ich hier alle Lebens... Komm, Kamera, 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 nein. Oh, bitte. So. Oh, gerade in dem Moment ist er respawned. Shit. So. Leute, das war jetzt richtig knapp. Ist hier hinten noch mehr? Nee. Jetzt
sie mal alles kaputt. In der Hoffnung, dass da noch was kommt. Schau mal, da ist jetzt so ein Rage Point. Ja, so ein Health Point. Bringt mir nicht viel, wenn ich jetzt gleich wütend werde. Ja. Vielleicht hätte ich die damit zerstören können, die Roboter, dass ich gar nicht gegen die Roboter kämpfe, sondern einfach nur gegen diese Steuerungskonsolen. Vielleicht wären die dann auch kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Oh Mann, really? Leite Angriffsmanöver. Die schießen sich sogar gegenseitig aus den Socken. Nicht autorisiert. Nee, ich glaube nicht, dass das klappt. Oh nein, wie soll ich denn gegen so viele kämpfen? Oder klappt das doch? Nee. Sind wir alle noch dabei? So, jetzt habe ich alle kaputt gemacht und jetzt bringt das leider nichts. Aber das ist eine gute Technik hier. Die in das Loch zu locken, sozusagen. Aber jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ne, jetzt ist vorbei. Schade. Schokolade. Ärgerlich. Also machen wir die ganze Geschichte nochmal von vorne. Jetzt sind wir wieder hier ganz oben. Achtung, alle Einheiten. Alle Durchgänge und Schleusen sichern. Sprengungen beginnen. Kann ich nur wieder ein paar Rage Points einsammeln? Jetzt muss ich vor allem die ganzen Gegner nochmal erledigen. Das ist doch wirklich. Wirklich nervig ist. So. Das ist aber auch nice. Hier mit den Dingern, die einfach abwerfen. Wieder was gelernt. Wenigstens halten die Wände hier nicht so viel aus. Vielleicht kann ich hier die gleiche Technik verwenden. Bedrohung erfasst. So. Zugriff auf alternative Energiequelle. Schaden erlitten. Einfach um so wenig Schaden wie möglich zu bekommen. Schaden erlitten. Oh. Den kannst du also nicht ganz ausweichen. Jetzt habe ich die hier drin in meiner Bude. Das wollte ich nicht. Angriffsverhalten festgestellt. Schaden erlitten. Oh ja, das ist gut jetzt. Jetzt gibt's hier richtig einen auf den Sack. Ich muss mal eben hier kurz auf Pause machen. Geht nicht. Doch. Geht doch. Jetzt geht's weiter hier. Sind die jetzt alle tot? Ja. Meine Lebenspunkte sind noch relativ voll. Also das ist auf jeden Fall eine gute Technik. Muss ich mir merken, wenn ich gegen die Typen kämpfe. Mach jetzt gleich nochmal hier die Konsolen kaputt. Ah ja, schon mal ein neues Fortsetzen, das ist gut. Dass ich hier gleich die Rage Points ansammeln kann. Einsammeln, dann kann ich nämlich gleich in der nächsten Runde auch wieder ein bisschen mehr Schaden austeilen, wenn die dann da hinterhergelaufen kommen. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Gegner. Leute. Das geht ja gut los hier. So, den habe ich kaputt gekriegt. Shit, den nicht. Aber sie halten alle, also man kann sie besiegen, wie ihr seht. Und gleich, wenn der Rage-Modus losgeht,
Jetzt zum Beispiel. Jetzt geht's richtig rund. Vor allem für die Kamera. Was für eine Kameraführung, ja? Das ist die richtige Frage. Läuft nicht so wahnsinnig gut. Rage-Modus läuft noch. Da hinten rennt noch einer rum, der kommt nicht hinterher. Kein Problem. Und wir heilen uns hier wunderbar hoch an den Teilen. Jetzt holen wir uns die letzten beiden. Immer gut, deinen eigenen Kollegen zu töten. Ja. Oh, wie viele Lebenskits jetzt hier rumliegen. So, ich habe gerade eine neue Kombination rausgefunden. Schlagen, schlagen, Gamma, schlagen. Dann macht er nochmal so ein Headbutt. Wie viele kommen jetzt? 15? Von den Viechern? Nee, gar keiner. So. Da muss man einfach ein bisschen ausweichen, weil denen ist es kein Problem. Da braucht man nicht unbedingt eine Waffe, um die zu plätten. Nicht rühren! Das war der Falsche. Sofort macht Sektor Alpha. Zack, erledigt. Wunderbar. Sind da noch mehr von denen? Ist ja irre. Oh, da haben wir wieder einen großen Grafikfehler, wie ihr seht. Ah, jetzt geht's wieder. Ich glaube, das ist einfach, dass das durch die Aufnahme, dadurch, dass die Framerate des Spiels begrenzt wird, einfach nur so eine Vermutung, dass dadurch die Levels langsamer laden und sie erst laden, wenn ich dann auch wirklich davor stehe. Ihr hört schon, Dr. Marv ermittelt. Da ruft schon wieder jemand an. Leute, es tut mir leid. Im Moment ist irgendwie ein heiß begehrter Tag, um hier anzurufen. Ich hoffe, dieses Rumgedödel, weil ich das jetzt hier nicht richtig pausieren kann, geht schnell wieder weg. So, Level Foxtrot. Level Foxtrot steht für Level Telefon. Na, versuch's nochmal. Komm, komm. Ja. Jetzt haben wir ihn. Auf zum nächsten Fahrstuhl. Sämtliche verzeichneten Rückfallpunkte zur Notabschottung meiden. Sie werden gesprengt. Abstand halten zu den Sprengkörpern. Wir werden die Bedrohung aufhalten. Auch wenn sie die Basis dafür uns angelegen. Schaden erlitten. Phase 3. Reparatur beginnt. Oh, das war knapp. Ich dachte, der schießt mich da gleich komplett runter. So, den haben wir auch. Weiter geht's nach oben. Oh, wow, wow. Junge, Junge.
Wir wollen es aber wirklich wissen hier. Nerviges Level. Der hält doch eigentlich nichts mehr aus, schon mal. Der ist eigentlich schon tot. Hulk, hinter dir. Ernsthaft? Wie viele kommen denn dann noch? Leute, ich kann jetzt hier gerade nicht reden, ne? Es ist gerade so stressig hier. Wir sind aber fast oben. Fast geschafft. Muss ich nur noch die anderen jetzt hier erledigen. Ey, ernsthaft? Hört doch mal auf mich zu strahlen. Wie soll ich denn da weiterkommen? Immer gut deine eigenen Leute erledigen. Hier, Lebenskit ist meins. Und jetzt volle Möhre auf die Nuss. Oh, einmal nach oben, bitte. Ernsthaft. Normalerweise wäre die Folge jetzt ja schon wieder zu Ende. Das wisst ihr ja, wenn ihr auf den Timer guckt, wie spät es ist, ist es eigentlich klar, dass es jetzt eigentlich schon längst vorbei hätte sein müssen. Oder wenigstens jetzt gleich vorbei sein sollte. Eben gerade sah es so aus, als ob wir fast oben wären. Aber es heißt hier ja offensichtlich nichts. So, schauen wir mal schnell. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Oh, really? Eindringling. Klasse. So, das ist mir jetzt wurscht. Ich gehe da jetzt weiter. Sie sind ein Eindringling. Oh, wie viele. Was ist jetzt? Ach, Sprengstoff. Und Hulk hat es gerade noch überlebt. Haben die jetzt alle in die Luft gesprengt? Ich glaube schon. Aber wir haben es überlebt, das ist das Wichtigste. Sehen wir mal zu, dass wir hier rauskommen. Oh, geht weg. Geht weg! Ich hatte es so schön geschafft hier. Reparatur beginnt. Schaden erlitten. Masse da. Reparatur. Angriff. Sind wir gleich bei 25 Minuten? Ich finde es ja gut, wenn die sich gegenseitig aus den Socken hauen. Komm her hier, zack! Genau, so machen wir es ganz einfach. Mistviecher. Will noch jemand kommen? Ja, natürlich. War ja klar, dass da noch wer kommt. Die sind ja nett. Die geben mir neue Fortsetzungen. So. Läuft doch ganz gut. So, einer noch. Nein, es geht noch weiter. Warum auch nicht? Also man kann auch gegen 45 von diesen blöden Robotern kämpfen. Ohne Lebenspunkte. Ohne alles. Ich kann mich nicht reparieren. Leute, das war meine Waffe. Ihr könnt mir die nicht einfach aus den Händen schlagen. Oh hier, Lebenspunkte. Bringt nicht viel, aber immerhin ein bisschen. So. Immer noch nicht genug? Nein. Oh, geh weg mit deinem blöden Strahl. War da noch einer? Ja. Schaden erlitten. Oh, ein Arschtritt. Jetzt hat er meinen Lebenspunktekit weggenommen. Nein! Einer nur noch, das ist der letzte. Ich weiß es.
feststellen. Es ist der allerletzte. Wir müssen... Also, das ist doch nicht wahr. So, jetzt haben wir ihn. Haben wir es geschafft? Bitte, wir haben es geschafft. Bitte sag, dass wir es geschafft haben. Ich will da raus. Oh, wir haben es geschafft. Mein Gott, was ein Level. 25 Minuten pure Freude. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht. Bis dahin, Servus, euer Marv.